Weißt du, für die Zeit hätte ich mir zwei schöne Transceiver kaufen können. Aber du weißt ja selber, wie das ist. Du hast es schon erwähnt. Das ist schon in Ordnung so, ne? Naja, aber du kommst hier an. Minus 73 dBm, ne? Tja. Oder 50 Mikrovolt an 50 Ohm. Also das ist schon ein sehr schönes Signal. Und da gibt es auch keine Rückfragen. Das funktioniert prächtig. Naja, das ist ja das Schöne, Christoph, an dem Hobby. Man kann ja vieles machen, ne? Du musst ja die Dinger nicht selber bauen. Heute gibt es ja viele Angebote. Und was ich mit Sicherheit nochmal machen werde, das wird ein SDR-Gerät. Ich habe schon mal hier probehalber mit der Software was probiert und empfangen können. Aber ein Transceiver, der auch genau autark, der unabhängig vom Rechner ist, ne, den ich dann nicht mit dem Rechner zusammen betreiben muss, so wie du das hast. Das schwebt mir vor. Ich muss nur noch lang genug leben, das ist das Problem. Aber Christoph, da steckt man nicht drin, ne? Will mich nicht beschweren. Aber wie gesagt, es nullt sich stark mit der 8, ja? Ganz stark. Okay, Christoph. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten schon mal ein nettes Gespräch geführt. Ich kann mich an die Bazooka-Antenne erinnern. Und ich kann dir nur sagen, das ist wirklich eine Antenne, die, naja, die funktioniert, ne? Da kann man nicht meckern. Es ist toll. Ich kann nämlich hier ganz exakte Rapporte geben, ab bis 7 nach oben. Das ist kalibriert mit einem XPC von Rode. Das ist einwandfrei, ne? Da geht's auf das dB, ne? Kommt es dahin. Das ist kein Problem. Nach unten ist es zu sparsam, ich mache nichts mehr, habe ich keine Lust, das zu linearisieren. Könnte man machen, aber muss ja nicht sein. Naja, die Rapporte sind genau genug. Und das ist schön, wenn ein Transceiver da Rapporte gibt. Es geht ja darum, dass man einigermaßen exakte Rapporte zu geben, damit der andere weiß, wie da sein Equipment spielt. Ne? Christoph. Christoph, Mikrofon nochmal zurück nach Hannover. DL1CR, DL3DM. Ja, Roger, Roger. DL3DM, DL1CR zurück. Ja, prima. Das ist wirklich klasse, dass du da noch so aktiv bist. Ich finde das ganz toll, weil ich denke, dann macht wirklich Amateurfunk Spaß. Also wenn du da wirklich nochmal in Richtung SDR gehen möchtest, vermute ich natürlich, dass du da ein eigenes Konzept ja umsetzen magst und dass du nicht bereit bist, sozusagen das, was andere vorgeben, nachzubauen. Aber wenn es dich da nicht doch noch interessiert, dann würde ich dir wirklich empfehlen, mal ein Auge zu werfen auf das Gerät, mit dem ich hier gerade QRV bin. Es handelt sich nämlich hier um ein wirklich sehr, sehr interessantes Projekt, auch in SMD-Technik. Im Moment habe ich, also bis vor kurzem musste man tatsächlich da noch sehr, sehr viel an SMD verlöten. Was ich auch eigentlich mir gar nicht mehr zugetraut hatte, aber was dann eigentlich doch super geklappt hat, dank der Hilfe von vielen OMs, die sich da schon mit beschäftigt haben und tolle Tipps geben. Im Moment gibt es aber dieses Konzept hier auch schon mit fertig bestückten Platinen, wobei da bleibt noch ein bisschen was zu tun, also so ganz fertig sind die auch nicht. Und ein Gehäuse gibt es natürlich auch nicht. Also alles das, was man vielleicht noch so drumherum machen möchte, kann man hier natürlich gerne tun. Und falls dich das mal interessiert, ich weiß nicht, könnte ich dir einfach mal einen Link schicken oder wenn es dich wirklich schon weiter interessiert, könntest du dir vielleicht mal 4 Buchstaben aufschreiben. Mike Charlie Hotel Foxtrot. Mike Charlie Hotel Foxtrot ist der Name dieses Transceivers. Und wenn du diesen Namen bei Google eingibst, dann findest du mit Sicherheit schon entsprechende Informationen dazu. Mit deinem Einverständnis habe ich übrigens auch mal eine Videoaufnahme von unserem QSO gemacht, die ich dann auch gerne auf meinem Forum, wo dieser Transceiver beschrieben wird, dann einstellen möchte. Ne? Okay, Mikrofon zu dir zurück, langer Durchgang. DL3 DM, DL1 CR. Wunderbar, DL1 CR, DL3 DM, Retour, Mike Charlie Hotel Fox. Alles klar, ne? Ich werde mir das angucken, Christoph. Vielen Dank für die Info. Und du hast es schon richtig erkannt, ich werde natürlich nicht mehr so wie hier bei dem Transceiver
alles komplett, sondern vielleicht gibt es da die eine oder die andere Komponente, die mir da viel Arbeit erspart. Ne? Auf jeden Fall gucke ich mir das mal an, es interessiert mich. Das Gerätchen funktioniert hervorragend. Vor allen Dingen eine sehr gute Silbenverständlichkeit, Christoph. Und da kommt es drauf an. Da kommt es drauf an. Ne? Naja, so sieht es aus. Okay. Christoph, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für die Verbindung. Es macht Spaß mit so einem tollen Signal. Du warst sogar 5 dB drüber im letzten Durchgang. Also das geht schon sehr, sehr gut. Muss ich schon sagen. Ne? Das ist sehr gut. Alles Gute dann, Christoph. Ich gebe das Mikrofon nochmal zu dir zum Finale. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich da bei bester Gesundheit mal wieder treffe. Die Leiste Charlie Romeo in Hannover, DL3DM. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir hier nicht sowas einrichten soll, weil das würde dir gefallen, was ich dir da zurückspielen könnte. Ne? Das kann ich dazu sagen. Alles Gute dann, Christoph. Danke für die Verbindung und auf ein baldiges Wiederhören.